Mit meinem Team, mit Spezialisten für alle Genres und Gattungen, programmieren wir die 600 Eigenveranstaltungen hier pro Saison und stellen sicher, dass sie gut über die Bühne gehen. Mein Name ist Rico Gulder und ich bin hier der künstlerische Betriebsdirektor. Untertags summt und brummt und tönt das Wiener Konzerthaus. Es wird geprobt, es wird Klavier ausgewählt, es wird gehämmert. Abends dann, um ein Bild zu bemühen, ist das Wiener Konzerthaus eine perfekt gestimmte Stradivari und das Haus erstrahlt in hellem Glanz. Das Besondere am großen Saal ist seine Intimität. Er ist voll besetzt mit 2000 Leuten. Ein riesiger Saal mit großer Kubatur wird dann plötzlich ganz klein. Das Besondere an der Akustik im Haus ist, dass die Säle baulich getrennt sind und dadurch können wir Konzerte zeitgleich in den Sälen programmieren, ohne ein akustisches Übersprechen zu haben. Ich heiße Ingeborg Doblander und bin Leiterin der Veranstaltungstechnik. Beim Berio-Saal wurde bei der Renovierung auch die Möglichkeit geschaffen, die Akustik an das musikalische Programm anzupassen, indem man Klappen eingebaut hat, die geöffnet werden können, um dadurch die Nachhallzeit ein wenig zu verkürzen. Der Mozart-Saal ist einer der bestklingendsten historischen Säle, die es in Europa gibt. Er verfügt über eine ausgezeichnete Akustik für Kammermusik und wird deshalb auch sehr gerne für CD-Aufnahmen und dergleichen genutzt. Oftmals müssen von uns kleine Dinge erledigt werden, damit das Große funktionieren kann. Mein Name ist Paul Walter, bin Techniker, gelernter Schlosser und Werkmeister für Maschinenbau. Der Hauptteil meiner Arbeit ist Anlagentechnik und das Konzert, das muss funktionieren, sonst kann nicht gespielt werden. Ich bin mittlerweile 15 Jahre im Wiener Konzerthaus und wenn man oftmals durchs Haus geht und sieht, wo man überall Hand angelegt hat, hat man schon seine Freude damit. Das Wiener Konzerthaus wurde 1913 eröffnet und wurde von Anfang an als ein Haus für alle Wienerinnen und Wiener gedacht. Mein Name ist Mira Posset und ich arbeite als Musikvermittlerin. Ich betreue die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel Themenführungen, aber auch Künstlerbesuche und Workshops. Für mich ist wichtig, dass wir Kinder schon im frühesten Alter mit Musik in Berührung bringen und vor allem, dass sie nicht nur Musik anhören, sondern sich selber auch ausprobieren können und selber kreativ werden können. Bei unserer Sommermusikwoche geht es darum, dass verschiedenste Menschen, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen, miteinander musizieren. Jedes Haus, aber auch jeder Betrieb lebt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die sind der eigentliche Schlüssel für den Erfolg einer Organisation. Mein Name ist Matthias Naske, ich bin der Intendant des Wiener Konzerthauses. Anders als andere kulturelle Einrichtungen in dieser Stadt wird dieses Haus seit 108 Jahren von einem privaten Verein getragen. Das heißt, wir dienen den Menschen dieser Stadt. Sponsoren sind der Schlüssel dafür, dass eine kulturelle Einrichtung wie die unsere seinen Sinn wirklich erfüllen und leben kann.